In unserer heutigen Folge dreht sich mal alles um die Minecraft-Haustiere. Und zwar bauen wir uns heute in unsere Stadt ein Tierheim hin, damit wir uns auch um jedes Tier kümmern können, sogar um die Goethe-Tiere. Ich weiß, die sind zwar neu, aber schon viele Spieler haben diese Tiere wieder zur Seite gelegt. Und ja, wo sollen sie da hin? Außer natürlich zu mir ins Tierheim. Ja, und wie wir uns dieses natürlich basteln wollen, zeige ich dir. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Für den Start geht es erstmal wieder los mit unserem Grundriss. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal orangen Beton und ich fange an der Seite des Gebäudes an. Hier setzen wir eine Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einmal hin. Und wir werden heute wieder mit doppelten Wänden arbeiten. Daher seht ihr schon, was wir doppelt ziehen werden. So, wir lassen jetzt einfach mal eine Reihe frei für eine Tür später. Dann setzen wir erstmal 3 Blöcke hin. Einmal freilassen, 3 hin, einmal freilassen und wieder 3. So, diese Dreier könnt ihr jetzt auch nochmal eine weitere Ebene auf die Innenseite euch setzen. Und wir machen das gleich synchron mit der Rückseite mit. Auch hier immer einen freilassen, 3 Blöcke hinsetzen. Insgesamt machen wir das ja bei 3 Blöcken jeweils immer 3-mal. Passt irgendwie. So, das ziehen wir auch wieder etwas dicker. So, jetzt fliegen wir wieder weiter. Jetzt gehen wir 3 Blöcke nach vorne und 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke wieder zur Seite weg. So haben wir hier 6 Blöcke. So, ein Block freilassen für die Tür später und 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke jetzt aber nur hinsetzen. Und dann könnt ihr 1, 2, 3, 4 Blöcke auch nach innen gehen. So, diese Seite verstärken wir wieder auf der Vorderseite hier einmal. So, und jetzt fliegen wir zur Rückseite und bauen das noch einmal. So, wir gehen jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke nach hinten, also ein bisschen mehr. Und zur Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einmal freilassen und 2 Blöcke hin. So, ihr solltet jetzt perfekt hier vorne abschließen und könnt das Ganze dann auch nach vorne ziehen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. So. Ich werde hier außen das Ganze wieder einmal dicker ziehen. So, wunderbar. Und wer möchte, kann sich auch gerne schon innen drin hier eine Wand ziehen. So, wir können ja eigentlich jetzt das einmal so durchziehen. Ich lasse jetzt einfach nur auf der einen Seite mir einen Durchgang hier so offen für eine Tür später. Das kann man auch variieren, wenn man möchte später, aber ist egal. So, weiter geht's jetzt hier wieder. Also, wir machen an sich jetzt eigentlich wieder diese Räumlichkeiten mit diesen Dreierflächen. Hier setzen wir jetzt einfach mal 2 Blöcke ran. Dann ein freilassen, wieder 3, ein freilassen, 3. So, das verstärken wir hier gleich einmal, dass es ein bisschen dicker wird. Wunderbar. So, dann wieder ein freilassen. Am besten, ja, auf der äußersten Seite setzen wir den hin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Also ist genauso, wie wir auf der anderen Seite begonnen hatten. Und hier machen wir dann auch wieder einfach diese Dreierblöcke drin. So, auf der dick machen. Wunderbar. Okay, so, jetzt wo wir überall unseren Beton hingesetzt haben, könnt ihr gelben Beton nehmen und macht darauf einfach mal 3 weitere Blöcke rein. Ich hoffe, du konntest jetzt sehen, was ich jetzt gerade gemacht habe, hier ein bisschen im Zeitraffer. Ich habe mir das Ganze jetzt schon so ein bisschen freigehauen hier oder freigebaut, sodass ich hier später Fenster habe. Du kannst natürlich auch alles erst zuziehen und im Nachhinein dir die Fenster freihauen. Wie du das haben willst, tob dich da einfach aus. Aber ich finde das, glaube ich, einfacher, wenn man es gleich sich bastelt. Naja, jedenfalls, wir machen oben dann einmal bei den Übergängen alles einmal zu, sodass die Türen, sage ich mal, auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke sind. Das könnt ihr überall machen, auch innen drin machen wir das.
So, jetzt wollen wir natürlich noch ein paar weitere Fenster uns reinzeichnen. Wir sind hier mal relativ flexibel. Es kommt nur darauf an, wie du es dir dann auch innen drin gestaltest. Zum Beispiel haben wir hier auch so einen kleinen Empfangsbereich, den man sich hier einfach freihauen kann. Das kann man sich immer ein bisschen versetzen, das ist nicht so schlimm. Und auf der Rückseite sage ich mal ganz einfach, ja, würde ich auch eine Fensterfront hinbauen. Ich würde die Fenster mal so machen, dass die, sage ich mal, wenn wir auf der Innenseite sind, noch so eine kleine Ecke haben, dass die nicht komplett glatt, so wie ich das jetzt hier habe, vorne an der Wand sind. Das finde ich immer doof, das gefällt mir nicht. Daher, ja, lasse ich das einfach so, dass wir hier so eine Kante haben. So, sobald wir uns jetzt entschieden haben, wie wir die Fenster haben wollen, wollen wir die natürlich auch gleich bestücken. Das machen wir auch mit den Türen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach Treppen und Stufen zur Hand. Und zwar bei den Türen mache ich mir das so, dass die Treppen, sage ich mal, Rücken an Rücken angelehnt sind, damit dieser Übergang zur Tür, sage ich mal, hier schön geschlossen ist. Ne, dadurch wirkt einfach die Tür größer. Bei den Fenstern machen wir einfach nur auf der Oberseite eine Stufe hin, dass wir dann auf der Rückseite die Glasscheiben, kannst auch gerne Blöcke nehmen, dann einmal platzieren kannst. Sobald wir unsere Fenster denn soweit fertig haben und auch die Türen, geht es nun weiter, dass wir jetzt einmal eine Decke uns reinzeichnen wollen. Und zwar würde ich einfach sagen, wir haben das Ganze auf 4 Blöcke hoch und machen dann auf der letzten Ebene einfach eine Stufenreihe hin und zieht damit euch einfach hier alles einmal zu. Sobald wir die Decke einmal reingezeichnet haben, wollen wir natürlich jetzt weitermachen mit dem Dach. Wir fangen am besten auf den Seiten einmal an. Ich würde mir das Dach, sage ich mal, so zeichnen wollen, dass das Ganze aus Stufen und ein paar Treppen höchstens besteht. Und zwar mache ich dann immer so einen kleinen Übergang. Ich fange jetzt einfach mal an der Seite an. So, also das Dach wollen wir einmal überstehen lassen, das machen wir einmal. Und dann geht es dann immer, sage ich mal, so Block für Block ein bisschen höher. Machen wir mal so. In der Mitte mache ich jetzt einfach mal hier 3 Blöcke hin. Obwohl, halt, machen wir das mal so. Dann haben wir hier 4 Blöcke hin und dann mache ich hier raus einen Block mit den Stufen. Und hier in der Mitte müssen wir schon Treppen nehmen. So. Umgesiedelte Treppe hier oben einmal hin. Und dann könnt ihr diese Treppen noch ein bisschen dicker machen mit Stufen. Wunderbar. So. Okay, Hotdog. Und jetzt bitte noch einmal so, dass es auch jeder nachbauen kann. Okay, wir machen es nochmal auf der anderen Seite. Also, wir machen jetzt erstmal, sag ich mal, das Dach immer so überstehen mit Stufen. So, dann einen Block. Hier auch nochmal einen Block. So, dann nehmen wir gelben Beton. Machen hier insgesamt 5 Blöcke hin. Und dann machen wir hier aus Stufen einen Block wieder. Wir können das Ganze auch einmal überstehen lassen. So, dass wir hier insgesamt so eine Art 3 Blöcke haben. So, in der Mitte haben wir jetzt 3 Blöcke. Dann machen wir jetzt erstmal Treppen an den Seiten hin. Und in der Mitte so eine umgedrehte Treppe. Wunderbar. So, das war doch mal gut erklärt, würde ich sagen. So, das ganze Dach können wir jetzt einmal zack bis jetzt hier hinziehen, bis wir hier, sage ich mal, anstoßen. Das machen wir natürlich auf synchron auf beiden Seiten. We'll be right back.
Wenn wir die Seiten so weit vorgezogen haben, geht es natürlich jetzt auf unsere Hauptseite hier, sag ich mal, vor unserem Eingang hier. So, hier vorne wollen wir natürlich auch nochmal das einmal machen. Ich nehme jetzt wieder einfach erstmal die Stufen. Und zwar werden wir jetzt, sag ich mal, jetzt hier vorne immer in Zweierschichten, sag ich mal, etwas staffeln. Also wir fangen an, dass es natürlich einmal übersteht. Dann haben wir, sag ich mal, so eine Art Zweierblock. Wir machen das natürlich jetzt einfach mal mit Stufen so. Ne? Und dann gehen wir immer so weiter zur Seite und immer wieder so in Zweier-Etappen. So, andere Seite auch. Wir lassen uns einfach überstehen. Machen natürlich daraus aus den Stufen so eine Art Block. So. Und dann immer wieder zwei zur Seite. Und daraus dann wieder einen Block sich zu formen, bis wir dann oben ankommen. Und dann haben wir hier natürlich eine schöne Zweier-Mitte. Und machen daraus den Block. So, und was da hinten natürlich jetzt offen ist, wo wir durchgucken können, da nehmen wir jetzt einfach wieder unseren Beton. Und dann könnt ihr das hier einfach so zuziehen. Mehr ist das nicht. So, das machen wir auf der anderen Seite gleich mal mit. Wieder unsere Stufen zur Hand. So, einmal überstehen lassen. Ja, machen wir daraus gleich so eine Blockreihe. Wunderbar. Und zur Seite gehen und wieder einen Block machen. Andere Seite natürlich das gleiche Spiel. So. Immer eine zweier Ebene. Bis die sich dann in der Mitte halt hier treffen. So, da haben wir es. Was wir dahinter sehen, das füllen wir wieder aus. Einfach wieder mit dem Beton. Und dann könnt ihr einfach die Ebene zuziehen. Und dann, ja, machen wir das einfach mal. So einfach haben wir jetzt unser Dach auf unseren Tierheim raufgesetzt. Jetzt ist natürlich die nächste Sache, was wir machen müssen, natürlich nach draußen die Zäune zu basteln. Und die sind relativ simpel gehalten. Wir nehmen einfach nur Mauern. Und zwar, ich würde euch noch raten, sag ich mal, unter den Käfigen oder Gehegen, wie ihr es sehen wollt, den Boden auszutauschen. Ich habe mich jetzt hier einfach mal für Lehm entschieden. Ich finde die Farbe ganz passend, besonders hier auch zum Gebäude. Das hebt das Ganze auch wieder ein bisschen hervor. Und zwar setze ich mir einfach immer neben so einer Tür einfach mal fünf Mauern. So, die Mauern setze ich mir auf eine Zweierhöhe, setze davor dann einfach oder darauf dann einfach noch eine Stufenreihe hin, um die ganzen so abzuschließen. Und das mache ich jetzt jedes Mal immer jetzt hier so neben der Tür, sodass, sage ich mal, unser Gehege oder der Bereich, wo die Tierchen sind, immer so auf drei Blöcke in der Breite sind. Ich finde das ganz angenehm, sag ich mal. Da fühlt man sich nicht eingeengt, man hat genug Platz. Passt eigentlich wunderbar. So, das Ganze, wie gesagt, machen wir auf eine Zweierhöhe, so dass auch keiner drüber springen kann. Um das natürlich nochmal zu sichern, kommt dann nochmal halt die Stufe rauf. Wenn, wer darüber springen kann, das will ich mal sehen. Es sei denn, ihr habt natürlich Frösche oder sowas, dann müsst ihr darüber auch noch was anderes setzen. Oder auch Vögel, ist klar, ne? Die können ja abbauen. Aber ansonsten sonst sollte da nichts entkommen können. Okay, und ganz vorne setze ich mir einfach ein paar Eisengitter hin, damit auch Leute, die ins Tierheim kommen, draußen sich schon die Tiere angucken können, um vielleicht zu sagen, ey, der sieht doch ganz niedlich aus, den nehme ich mit nach Hause, das passt denn. Und ich würde euch einfach empfehlen, setzt darunter einen anderen Boden, um das Ganze halt, wie gesagt, ein bisschen hervorzuheben. Kommt nicht so gut, wenn, sage ich mal, draußen alles grün ist und darunter ist auch einfach nur, der Rasen. Das sieht nicht so schön aus. So, und das machen wir eigentlich insgesamt viermal. Ja, also jedes Mal könnt ihr dann immer so neben der Tür 1, 2, 3, 4, 5 mal die Mauer setzen. Ja, das macht ihr auf der Vorderseite und dann natürlich nochmal auf der Rückseite. Auf der Rückseite ist es natürlich, sieht es ein bisschen anders aus. Das vorne ist klar, wir haben natürlich jetzt hier eine etwas längere Wand, ist aber völlig egal. Auch hier könnt ihr dann einfach immer zu hier diese Streben euch hinsetzen. Der Vorteil ist hier, dass das Ganze auch glatt abschließt mit dem Gebäude hinten. Das ist also schon irgendwie so angepasst. Und damit habt ihr denn euer Tierheim auch schon fertig gebaut. Jetzt ist es natürlich nur eine Sache, ihr müsst das Innere natürlich noch gestalten. Und wie das wieder aussieht, schauen wir uns drüben einmal an. Ihr könnt natürlich noch draußen euch ein kleines Schild hinbasteln. Wie zum Beispiel habe ich mir jetzt hingeschrieben, Tierheim, kranke Pfote, Name, sollte schon euer Tierheim haben. Denkt euch da irgendwas Feines aus.
Ja, und dann geht es eigentlich hier schon rein ins Tierheim. Wir wollen uns natürlich gleich ein Tier mit nach Hause nehmen. Jetzt ist natürlich so, sind wir hier drin. Hier haben wir natürlich den Empfangsbereich mit kleinen Sitzbereich, wenn man, sag ich mal, hier der Ansturm zu groß sein sollte, dass die Leute sich hier ein Tier abholen wollen. Ja, ansonsten ist das hier auch so das Herzstück in unserem Tierheim. Also wie gesagt, der Empfangsbereich, und dann kann man, sag ich mal, hier mal reingehen. Hier ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Ne, wir nehmen, sag ich mal, die Tierchen an oder geben die Tiere raus. Wie man sehen will. Wir haben dann, sage ich mal, hier so eine kleine Pritsche, wo man die Tiere auch untersuchen kann. Alles mögliche Käfige sind hier. Und natürlich auch das Essen für die Tierchen, wie ein bisschen Stauraum für irgendwelche Instrumente hier, die wir haben im Tierheim. Keine Ahnung. Ein bisschen Deko darf immer sein. Ja, ansonsten können wir natürlich jetzt hier, ja, überall hingehen, wo wir jetzt unsere Tierchen haben. Hier sind natürlich jetzt, sage ich mal, unsere Hunde. Und dann können wir die hier ein bisschen pflegen, ein bisschen streicheln und uns halt um die Tierchen kümmern, was man halt so im Tierheim macht. Das war's dann wieder heute für diese Folge. Wir haben jetzt ein Tierheim in unserer Stadt. Du musst es natürlich noch ein bisschen einrichten, aber ansonsten kann es denn losgehen, dass wir jedes Tier verarzten und vorbereiten für sein neues Zuhause. Ich hoffe, du besuchst mich mal in meiner Stadt und natürlich auch hier im Tierheim. Ansonsten vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.